Ich sehe einen Blazeward. Ich sehe ihn doch. Ich sehe ihn doch. Sehr gut. Zwei. Da kommen die nächsten. Mal Schnitzel essen hier. Komm. Sei ein lieber Blazeward. Ich sehe dich doch. Nein, ich bin nicht feige. Das sieht nur so aus. Nein, ich will jetzt nicht sterben. Mach mich heile. Mach mich heile. Boah, dauert das lange. Mach mich schneller heile. Ich will endlich meine Lava haben. Mist. Mist, 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 Mist. Arr. Mensch. Ich mit meiner Ungeduld. Ja. Immer das Gleiche. So, falls ihr denkt, ihr habt ein Déjà-vu, dass ich immer wieder den gleichen Weg laufe, dann kann ich euch nur sagen, ja, das ist so, ihr habt ein Déjà-vu. Das habt ihr alles schon mal erlebt, weil ich hier ständig krepiere. Dumm-di-dumm-di-dumm. Und ich laufe auch immer total unbewaffnet und ohne Rüstung und alles in den Nether. Mensch. Was wär's doch jetzt gewesen? Hauptsache, die haben mir jetzt da nichts verbrannt hier. Das wäre ja dann doch der Obergau jetzt. Mensch, 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 Mensch. Du bist schuld. Und du, und du. So. Und du auch. Und der Gast sowieso. So, hier geht's runter. Ach ja. Genau, schieß mal den Soul Sand weg, dass ich das nächste schneller langlaufen kann. Ja. Ja, lass ihn mal verbrennen. So. Hier musste ich lang. Jetzt muss ich wieder überlegen, weil wir jetzt ein paar Mal um die Ecke gegangen waren. Das erste Mal waren wir da runter. Hier müssen wir runter. Und dann da. Und ja, hier vorbei, genau. Da müssen wir doch schon direkt da sein. Wir sind doch schon da. So schnell geht das. Juhu. Haben wir hier noch was fallen lassen? Nein. Erstmal in Sicherheit. Und dann schauen wir, was wir überhaupt gesammelt haben. 5 Blaze Rods, das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal richtig gut. So, dann können wir die anderen jetzt eigentlich gestohlen bleiben. Aber, wenn wir schon hier sind, könnten wir ja eigentlich, ne, ihr wisst schon, den einen dann noch mitnehmen. Na komm. Hahaha. So, komm, den Punkt auch. Haben wir 8. Haha, sehr schön. Das langt fürs Erste. Danke. So, nächsten hier lang. Hier war irgendeine bedeutende Kreuzung. Sollen wir mal zum alten Zuhause gehen? Das müsste ja dann hier da schon lang sein. Wir haben ja gut ausgefackelt. Müsste man ja schon fast da sein. Gucken, was wir in der alten Basis noch haben. Vielleicht haben wir ja da tonnenweise Blaze Rods rumliegen, die wir da gar nicht brauchten. Und einfach da abgelegt haben. Guckt mal unsere Treppe, ist das nicht schön?
Ich freue mich. Ah, ich kann ja fliegen. Das konnte ich da auch nicht. Musste ich noch alles... Boah, ich weiß noch, wie ich die Treppe gebaut habe. Das war alles so... So ein Hickhack war das. Meine Güte. So. Guckt mal, unser anderes Portal. Und was haben wir hier? Kein Blazewatz. Aber Brot. Und Rosenrot. Brote nehmen wir doch ein paar mit. Ich nehme jetzt nicht alles mit, weil es wäre ja blöd, wenn wir dann unser hier... Ein bisschen Soul Sand konnten wir noch mitnehmen. Und hier, da fehlt was. Nämlich die Flugbank, Werkbank. Aber na gut. Och, wisst ihr noch? Ist das hier Glas? Ja, ne? Gott sei Dank. Schön, ich freue mich. Da ging es dann auch raus. Und hier waren wir gestartet, als wir hier mal mit unserem Doppeldeckerchen geflogen sind. Ach, war das toll. Das waren noch Zeiten. Das wisst ihr alles gar nicht mehr, ne? Nee. Aber ich weiß es. Schön. Also wenn ihr das mal sehen wolltet, wie ich diese Basis hier aufgebaut habe, dann müsst ihr mal auf dem alten Kanal meinen Let's Play angucken. Meinen Flan-Let's Play hier mit 125. Da habe ich das hier alles gebaut. Ja. Na gut, wollen wir aber erstmal wieder zurück. Wenn wir uns dann nicht verlaufen oder verfliegen. So. Dumm. Ach, das waren Zeiten. Oh, da ist wieder ein Blazy. Wollen wir den uns auch noch holen? Wow, er hat uns gesehen. Immer wenn der brennt, sieht er uns. Aua! Und wenn der nicht brennt, dann ist er harmlos. Jetzt sieht er uns wieder. Komm doch mal näher. Ich hab da was für dich. Ach komm, den lassen wir jetzt in Ruhe. Wir wollen jetzt nach Hause. Dumm. So. Damit können wir eigentlich quasi jetzt gleich unsere Pumpe anschmeißen. Und wir haben dann Lava. Schön. Und dann geht's zu Hause endlich mal voran hier, weil wir dann eine vernünftige, stetige Energieversorgung haben. Da freue ich mich schon mal am meisten drauf. Nicht immer dieses Rumgeplänker dann. So, hier hoch, ne? Genau. Und dann hier um die Ecke. War es die richtige Ecke? Ja. So. Und dann haben wir uns hier reingebuddelt. Hier geht's raus, genau. Sehr schön. Freut mich. Was ist das? Ach, ein Feuerchen. Feuerchen. So. Ab nach Hause. So, wenn ihr hier vergeblich die Netherärzte sucht, dann liegt das daran, dass wir das alles schon mal irgendwann mal gesehen haben. Das wurde also schon alles generiert hier. Vermutlich, als ich dann von der alten Basis mit dem Flugzeug durch die Gegend geeiert bin. Von daher ist dann diese Stelle jetzt hier nicht mit Netherores versehen. Da müssten wir dann nochmal woanders gucken gehen. Wir sind also noch in diesem Nahbereich, wo wir damals schon mal waren. Für die, die mich schon lange gucken, ewig gucken, die wissen ja, dass ich hier im Nether mit dem Flugzeug durch die Gegend geeiert bin. Habe ich auch gerade eben erwähnt. Und ja. Wenn ihr es nicht wisst, dürft ihr euch das gerne schon mal schauen. Auf meinem alten Kanal. So, aber jetzt wollen wir erstmal hier unseren zweiten Endertank bauen. Zum Glück haben wir das Obsidian ja schon vorbereitet. Das können wir direkt zwei auf einmal bauen, aber wir brauchen jetzt erstmal nur einen. So. Und wir haben ja zum Glück auch noch genug Obsidian, Enderperlen, genau. So, das heißt, hier wieder Obsidian.
hier waren die Blaze Rods. Ne, wir brauchten nur 3 Obsidian. Weil hier oben kam die Enderperle rein, oder war die unten? Ich glaube, die war unten. Und da kommt der Cauldron rein, den wir mal eben hier bauen müssen aus etwas Eisen. 4, 5, 6 brauchen wir. Zack, 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 zack. 7 brauchen wir. Zack, so. Der kam dann da rein und wir haben irgendwas falsch gemacht. Mist. War die Enderperle doch oben? Nein. Wo war sie denn? Da ist auch wieder irgendwas falsch. Mist. Ender. Ja. Ender. So. Der Endertank. Ach, die Wolle da oben. Also das war schon mal richtig. Wir hätten nur 2 Obsidien gebraucht. Mensch. Jetzt haben wir 2 Obsidien zu viel. Aber das macht nichts. Brauchen wir eh bald wieder. Wolle, Wolle, Wolle. Habe ich noch Wolle? Wolle, 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 Wolle. Ich meine, ich hätte hier hinten noch Wolle gehabt. Ach, guck mal, da hinten war noch Brot. Wolle. Ich hatte doch noch Wolle, sagt mal. Habe ich ein paar Spinnweben? Naja, mal nehmen wir hier. 4 waren das, glaube ich, ne? Da haben wir unsere Wolle. So. Bist du nicht wollig, brauche ich wollig Gewalt. So, zack. Den nehmen wir mit in den Nether jetzt. Genau. Da müssen wir vorher noch einfärben. Oder das können wir dann auch da machen. So, dich lassen wir mal hier. Falls wir dich wieder verlieren. Und dich. Und das brauchen wir eigentlich auch nicht. Auch das nehmen wir zur Not nochmal mit. Weil ich gerade nicht wirklich weiß, ob wir es brauchen. Das muss eigentlich in die andere Kiste alles. Aber habe ich jetzt keine Lust zu. Das brauchen wir, das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir sowieso. Und das. Und das ist auch alles durcheinander hier. So. Gut, jetzt gehen wir einfach mal schnell rüber. Dann schmeißen wir das Ding mal an. Ne, wir müssen noch eine Lavazelle mitnehmen. Wir müssen ja erstmal anschubsen. So. Erstmal anschubsen. Damit die Pumpe überhaupt läuft. Und dann auch, so, hier haben wir, ne? Genau. Das war alles eingestellt. Jetzt habe ich die Tür aufgelassen. Und wenn ich gleich wiederkomme, habe ich 300 Millionen Mobs bei mir drin. Ich kenne mich. So. Da ist der Ausgang. Und gleichzeitig der Eingang. So. Endertank drauf. So, der ist so richtig eingestellt. Ja. Müssen wir einmal die Farben. Blö, blö, blö. Hier einmal anschubsen. Zack. Und schon wird Lava gepumpt. So, es wird nicht abgepumpt. Das heißt, wir haben noch irgendwas falsch. So, der versorgt sich jetzt selber mit Lava. Das heißt, der geht eigentlich nie aus. Aber hier haben wir noch irgendwas falsch. Der hat sich jetzt gefüllt. Der andere leert sich noch nicht. Das heißt, wir müssen gucken, warum sich der andere nicht leert. Ja, ja. Uah. Boah, wieso ruckelt das immer so? Ist ja schlimm. Ist ja lebensgefährlich. So. Und einmal Ruf. Falsch Ruf. Hier Ruf. So. Doch, erfüllt sich doch. Doch, 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 doch. Das klappt. Schaut mal an. Die Lava füllt sich. Juhu. Wir kriegen Lava. Wunderbar. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. So, dann können wir nämlich den hier bald umrüsten. Dann können wir nämlich jetzt anfangen, die ersten Maschinchen zu bauen. Hier brauchen wir nochmal 1, 2 Lava-Generatoren. Die dann uns mal vernünftig hier mit allem versorgen. Und vor allem, wir haben dann eine stetige Stromversorgung. Und
Ja, dann baue ich hier so eine Art Maschinenpark auf. Hier kommen ein paar Magmatic Engines hin und für BC und ein paar Geothermalgeneratoren oder wie die heißen. Oder nur Thermalgeneratoren. Und dann läuft alles hier. Oh, ich bin ja so froh, dass das erstmal jetzt geklappt hat. Dann können wir nämlich jetzt in Ruhe dem anderen Kram widmen. Das heißt, wir brauchen nochmal Invar. Wir brauchen nämlich eine Magmatic Engine. Und dann brauchen wir von Dings hier, dass wir hier Conduits und so herstellen können, brauchen wir alles. Ah, da haben wir noch einiges vor. So. Das heißt, ich muss hier nochmal mischen. Zack. 6 ist ein bisschen wenig. Könnte ich nochmal ein bisschen Iron Dust gebrauchen. Müssen wir nochmal ein bisschen Eisen zerlegen. 1, 2, 3, 4. 5. Nochmal ein bisschen Eisen zerlegen. So. Das können wir ja schon mal braten. Ich freue mich so. So, gut, dann lasst uns mal überlegen. Was brauchen wir an Maschinen? Wir brauchen eine Magma Crucible. Magma. Dieses Ding hier brauchen wir. Dafür brauchen wir Netherbricks. Das sollten wir hinkriegen. Kupfer sollten wir hinkriegen. Ein Eimer sollten wir hinkriegen. Maschinenframe sollten wir auch hinkriegen. Maschinenframes brauchen wir, glaube ich, ein paar mehr mittlerweile. Also machen wir mal 3. Brauchen wir nochmal Eisen und Glas. Oh, wir müssen Sand farmen. Wir brauchen Glas. Oder wir müssen halt Kabel zermahlen. Wir brauchen Glas. Glas, 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 Glas. Da haben wir nur noch ein paar Scheibchen. So, den einen Eimer, den können wir schon mal mit rübernehmen. Den werden wir aber leider verpulvern müssen. Habe ich auch wirklich keinen Sand mehr hier? Das ist ja schlimm. So, du bist durch. Sehr gut. So. Naja, okay, jetzt haben wir zweimal Eisen über. Egal. Aber wir kriegen nochmal Invar zusammen. So, ich brauche Glas. Haben wir es Tag draußen? Sehr gut, dann kann ich nochmal gucken. Da hinten, wo wir waren, habe ich ja, wo wir den Enderman geholt haben, da war ja Sand. Ohne Ende. Da können wir mal eben hindüsen. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Da hinten, da seht ihr. Können wir mal ein bisschen den Strand abtragen. Ist zwar jetzt nicht direkt Wüste, aber auf jeden Fall ist da Sand. Können wir mal ein bisschen buddeln. So, können wir den Endermännern mehr Platz machen hier. Einen geraden Boden und so, ne? Wisst ihr ja. Da müssen die auch nicht mal... Ups. Berge steigen. Wir werden also jetzt einiges an Glas brauchen. Wir werden einiges an Redstone vor allem verbrauchen. Und. Ach Mensch. Und unser Eisen wird schneller zur Neige gehen, als ihr gucken könnt. Und das heißt, wir werden dann auch irgendwann wieder farmen müssen. Ach Mensch. Schauen wir mal. So. Buddeln wir erstmal ein bisschen Sand ab hier. So. Dum, di 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 dum. So, das müsste jetzt gleich dann auch schon mal lang fürs Erste. So. Das langt mir schon mal. Komm, hier machen wir nochmal hübsch. Und dann erstmal wieder zurück. Wird ja auch schon wieder dunkel. Die Nacht bricht herein. So. Dum-di-dum-di-dum.